So, Super Mario 3D World. Wir gucken mal, was hier funktioniert. Ich spiele das hier mal alleine. Wir hätten auch zu mehreren spielen können. Vielleicht machen wir das später nochmal. So, wir nehmen Mario, Luigi, Peach. Gucken, wen wir hier nehmen. Ich mag ja Luigi und es ist auch das Jahr von Luigi, deswegen wählen wir ihn auch mal. So, geht's schon los. Wir können uns, wow, 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Welten aussuchen. Was nehmen wir denn mal? Ich würde sagen, wir nehmen mal die hier, ja? 4-2. Und schauen mal, ich denke ja, dass es ähnlich wird wie auf dem 3DS, das 3D-Land. So, ich steuere mal mit dem analogen Stick, wie es bei einem 3D so, bei einem 3D-Adventure so üblich ist. Wir haben genauso wie auf dem New Super Luigi U diesen Strampelsprung. Und dann schauen wir mal, wie sich das hier so zockt. Ah ja, ich muss da wahrscheinlich dann auf A drücken, dass ich da hochkomme. Nee, gar nicht. Vielleicht muss ich nach oben drücken. Okay, so funktioniert's, ja. So, den springen wir auf den Kopf. Funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn da drin steuere. Ach ja, da kann ich einen Stern nehmen. Genau. Dann da durch. Ja, wunderbar. So läuft das. Noch ein Stern. Kann mir die Münzen holen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Neuerung. Das gab es so in den anderen Spielen noch nicht. Finde ich ganz witzig, dieses Tube-System. Da muss man Sachen ausweichen. Und hier bekommen wir, glaube ich... Nee, da werden wir einfach nur teleportiert. So sieht's aus. Upsala. Da kriegen wir die Blume. Jetzt können wir gleich auch mal diese komischen anderen Blumen hier wegschießen. Sehr gut, wunderbar. Wenn den das... Nein, ich habe ganz vergessen, dass ich diesen dass ich den Stern nicht mehr habe. So, jetzt wird mit den Fossies auch so ein bisschen auf Time gemacht. Hoch. Jawohl. Ah ja, Zeit 306, das geht einigermaßen. Hier kommen wir noch ganz gut klar, da die Lücke nehmen. Den Stern holen wir uns mal, dann können wir uns nicht mehr anhaben. Oh. Man muss einfach nur die Richtungstaste drücken. Jetzt habe ich es auch gecheckt, gerade habe ich versucht mit A oder so hoch und runter zu gehen. Aber die Richtungstaste reicht vollkommen. Yay! Sehr schön. Okay. Schaffen wir das noch? Ne, da warten wir lieber ab. Gehen jetzt mal rein und holen uns da oben das Power-Up. Uah, verdammt. Jetzt sind wir klein. Ich will jetzt hier nicht rumfällen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Power-Up. Jawohl, da wird was drin sein. Ich kann es riechen. Wunderbar. Nein, 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 nein. So, da auf jeden Fall nicht hoch, aber da. Okay, wieder zurück. Muss man erstmal reinkommen. Also es ist ein, nein, verdammt! Das ist ein ganz anderes Spiel. Vom System finde ich ganz gut, dass sie wirklich was anderes als in 3D Land gemacht haben. Wäre schade, wenn man da genau das gleiche gehabt hätte. Zack, da durch. Da kommt wieder so ein Teleporter. Wunderbar. Was gibt's hier? Da hätte man die Wolke da oben kriegen können, aber wir haben keinen Stern mehr, können auch nichts opfern. Ja, jetzt geht es hier ziemlich schnell voran. Was ist das für eine Münze? Ein Schlüssel. Oh, ein Schlüssel und da oben können wir noch 4 weitere holen. Ja, natürlich ohne Power-Up ziemlich schwierig. Mal gucken, wie wir das hier hinbekommen. Achtung. So, da rechts rum. Da den Schlüssel holen. Wieder runter. Rechts den Schlüssel holen. Da müssen wir jetzt einmal abwarten. Und jetzt können wir hinterher. Verdammt, das war zu spät. Jetzt hinterher. So, und jetzt die restlichen Schlüssel holen. Sehr geil, macht Spaß. Nintendo hat es drauf, einfach die Leute zu begeistern. Und jetzt können wir in diesen Teleporter, den wir mit dem Schlüssel aufgemacht haben. Nette Geschichte. So, reicht das? Dann machen wir lieber auf Nummer sicher hier. So. Und. Jawohl. So, da haben wir auch schon die Fahne. Wer ist denn das? Hoffentlich macht er mir keinen Schaden. Das wäre natürlich schade. Nee, der ist dann nur so am Start. Und, jawohl, wunderbar. Elf, gefällt's dir? Was passiert hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, du hältst die Kamera schön flauschig. Ne? Das ist natürlich deine Hauptaufgabe. Mit der Kamera. Ja. Wir gucken mal, wir spielen einfach so lange, bis sie uns hier wegschicken. Eventuell können wir dann noch mehrere Level hier ausprobieren. Und wir machen einfach mal weiter hier. Von daher stehen zwar noch ein paar Leute an, aber wir gucken uns das weiter an. Diesmal mal mit Peach. Nur eine Runde, zwei geht nicht. Nee. Och, na gut, alles klar. Dann werden wir jetzt rausgeschmissen. Trotzdem danke.